Okay, das ist der grüne Switch Palace. Green Koopa Kellis. Okay. Ah, okay, okay. Da war ich jetzt ein bisschen Brain AFK. Muss ich da direkt springen? Ja. Oh Gott. Ich denke nicht, dass ich den Block hitten muss, oder? Ich habe keine Ahnung. Leute, den kenne ich sogar doch, aber woher? Vielleicht hat jemand den doch mal vielleicht gemacht. Oh mein Gott, das war so dumm. Aber es scheint ein cooles Level zu sein. Ich feiere diese grüne Optik hier. Und alles nur mit Koopas. Ist auch ziemlich kreativ hier alles gestaltet. Muss ich den Block hitten? Weißt du das? Ja, ich denke. Ich weiß auch nicht, wann ich da hier am besten gehen soll. Come on. Okay, das geht sogar. Interessant. Okay. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, die Shell würde sich aufhören zu drehen. Soweit ich weiß, nach dem zweiten Sprung drauf. Ja, tatsächlich so. Was willst du jetzt von mir, Spiel? Okay, ich hab's falsch gemacht. Okay. Ich muss dann. Okay. Ich weiß jetzt, was ich wenigstens da machen muss. Oh, das ist doch echt eine helle Farbe hier. Tut ein bisschen auf den Augen weh, muss ich ehrlich sagen. Ach, come on. Nein, das mache ich da. Fuck. Bisschen später springen. Ich glaube, danach kommt noch ein Level und dann bist du beim Bowser Schloss. Ist das Spiel dann durch oder gibt es dann noch eine Special World? Mir ist keine Special World bekannt. Okay. Wow,
Oh, ich habe jetzt nur 3,5 Stunden mit dem Spiel verbracht. Bis jetzt. Das ist Blind. Scheint also doch gar kein so langes Spiel zu sein. Das Spiel ist auch nicht so lang. Ja, ich habe es gemerkt. Aber es hat ziemlich viele Level gehabt. Ah, zu spät. Kaizo Schwierigkeitsgrad, glaube ich, auch nur 3 von 5. Nee, ich glaube, das ist nicht mal 3 von 5. Ich glaube, so 1 von 5 oder 2 von 5. Ich fand das jetzt nicht so heftig schwierig. Da fand ich zum Beispiel Kaizo Kindergarten um einiges schwieriger. Und Kaizo Kindergarten ist viel, viel einfacher als Grand Puzzle 2. Ich würde es 1 oder 2 Sterne so geben. Von Schwierigkeit her. Come on. Wieso ist dieser Sprung hier so schwierig? Okay, das war schlecht. Ach, come on. First one frame James. 27 Minuten 12 Sekunden Weltrekord. Ist das Any Prozent oder 100%? Curry Karl, bester Deutscher. Hatte nicht Denzen auch mal den Weltrekord, aber ich glaube für eine kurze Zeit oder so. Ne, Any Prozent ist ja immer leichter. Beziehungsweise immer kürzer. Ach, come on. Okay, Denzen hat also nicht mehr den Weltrekord. Geht doch. Was ist denn das jetzt für Blödsinn? Ah, warte, das ist ein Spinjump. Nee! Ist es nicht! Fuck you, Mann!
Aber die Mucke ist eigentlich ganz cool hier. LOL! Da ist ein Koopa drin! Aber nee, der kann, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Mit dem kann ich nichts anfangen. Oh, fast. Warum sind diese Sprünge so schwierig, ey? Das ist alles nur Timing. Gott. Ah, okay, jetzt hat er mich wieder getrollt, Mann. Oh mein Gott. Okay. Der hat mich zweimal getrollt. Oh mein Gott. Okay, gut. Da kommt bestimmt noch ein Troll. Orb? Warum ist hier eine Orb?
Ich wurde getrollt, oder? Na, ja, ich wurde getrollt. Ich müsste bestimmt wieder zurück in die Röhre. Er kriegt mich halt echt dran immer. Oh mein Gott, warum falle ich da drauf rein, Alter? Oh mein Gott. Ja. The power of the switch you have pushed will turn into your progress will also be saved. Warum habe ich die Orb eigentlich eingesammelt? Oh mein Gott. Er hat es gefunden. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt. Ich wusste ganz genau, was das für ein Troll ist, aber ich hab's irgendwie. Ich bin trotzdem drauf eingefallen. Keine Ahnung. Baby's first P-Run. Ach so, okay. Okay, okay, ich verstehe. Oh mein Gott. Come on. So schwer ist das doch nicht hier. Gott, das war ja schlecht. Lol, okay, cool. Werf's halt nicht. Ja, ja, wenn die fünfte im Nacken ist. Zeit im Nacken ist. Ich habe keine Ahnung, was du mir schreiben wolltest. Wenn die Zeit im Nacken ist. Ja, ich habe gesehen, dass du irgendwie Copy-Paste gemacht hast, mittendrin. Ich dachte mir so, hä, was für Densen jetzt? Oh mein Gott. Hä? Ach so. Okay, nice. Okay. Hab so eine HyperX Gaming Tastatur mit hohen Tasten und dann komme ich ab und an mal auf die Steuerung-Taste beim Schreiben. Aber sonst ist sie mega. Ja? Wenn es dir gefällt, na, dann ist gut. Oh mein Gott. Warum ist das so schwierig, den P-Switch hier so zu drücken? Oh mein Gott.
Vielleicht soll man das... Soll man das so machen? Nee, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, man muss das trotzdem so machen. Das spart Zeit. Krieg's aber auch nicht hin. Ich kenne diese Musik gerade, die ist echt cool. Oh mein Gott. Bing Bang Warrior. Ich mag die Musik auch. Die ist cool. Oh mein Gott. Ich hoffe, das ist nicht allzu knapp. Ich hoffe, ich mache das so richtig. Ich muss das bestimmt nicht gegen die Decke werfen. Aber das Pi macht die gute Musik kaputt. Aber er hätte tatsächlich auch hier eine Custom-Musik einbauen können. Also die halt den Pi-Switch übertönt. Das hat Super Mario Fing zum Beispiel auch gemacht. Einfach eine Pi-Switch-Musik eingefügt. Achso, das sind Maulwürfe, okay. Ja, wäre nice gewesen. Ja, aber jetzt kann man ja nichts... Oh mein Gott. Jetzt kann man ja nichts dran ändern. Ich glaube, die Zeit wird echt knapp dafür. Das war dumm. Ich glaube, man muss das gegen die Decke werfen, auch wenn es schwierig ist. Ja. Troll. Ja, ich hab's gesehen. War irgendwie komisch. Aber das war irgendwie ein Troll, den ich nicht gecheckt habe. Aber jetzt check ich den. Jetzt check ich, dass da war eine Münze angezeigt, aber da kam kein Maulwurf. Ich dachte, hä, was? Warum kam da kein Maulwurf? Aber ich hätte auch einfach durchgehen können. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Aber ich habe einfach mich auf den Maulwurf verlassen. Alter, wie genau... Wie... tight ist denn das bitte? Leck mich fett. Leck mich fett, Alter. What the fuck? Oh, come on. Bestimmt so. Come on. Warum? Hä? Okay, cool. Ich könnte es vielleicht noch versuchen, mit dem Jump zu retten, Alter.
Gott, so schwer ist dieses Level noch nicht. Es ist halt nur das, der Anfang irgendwie, den P-Switch zu drücken. Ach, come on. Warum, Alter? Ich darf da nicht rechts gedrückt halten, ich Behinderter. Ja, Mann. Babystar. Okay, das ist, glaube ich, aber das letzte Level vor dem Bowser. Bowser. Oh Gott, okay. Ultra-Star Levels are based around platform jumps and on-off switches. Make sure to hit every switch. All hacks need an Ultra Star. Oh mein Gott, ich wollte runter. Aber geile Kirby-Musik. Hä? Okay. Ich dachte, der Throwblock geht kaputt. Aber geht er scheinbar doch nicht. Ich hab die Katze zweimal werfen oder so. Nee, kannst du mehrmals werfen. Okay. Hab ich was Neues gelernt, auf jeden Fall, hier in diesem Spiel. Aber das ist nicht schwierig. Ich... Aha! Nee, nicht mit mir, mein Freund. Ich liebe die Kirby-Musik in Super Smash Bros. Auf dem N64 über alles. Kirby-Musik in Super Smash Bros.? Welche waren da drin? Okay, das war einfach. Ich glaube, das ist auch meine Sch... No? Okay, ich wollte schon sagen, Alter. Ich dachte schon, ich werde noch sterben durch dieses Ende.